ist das anstrengend hier unten. Ah. Okay, da oben komme ich nicht hin. Das heißt... Ah, guck mal. Da will ich nicht durchgehen. Ich brauche jetzt ein paar Komponenten. Wenn es hier so schön MK7 gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich MK6 übersprungen habe, aber okay. Ist in Ordnung. Da gibt es MK6. Ah, guck mal. Ist noch einer? Nein. Ab durch da. Ich wusste, dass du kommen würdest. Hier entscheidet sich deine wahre Geschichte. Okay. Totenköpfe. Okay. Ja, die sind ja nun gar nicht so schwierig, wie er weiß. Hoffentlich gibt es da gleich irgendwo einen Rundlauf. Zack, auch da. Huch. Achso, Karte. Gibt's nix. Was so ein paar Tags. Das. Ah! Boah! Kannst mich doch nicht so erschrecken hier, Mensch! Ich hab's doch immer so mit dem Herzen. Oh, da ist noch einer. Oh, Mann. Sind wir wieder im Gideon-Plaza Keller? Aha, da sind wir. Okay. Gideon-Plaza Keller. Das ist eine fiese Falle. Wenn man da nach vorne gegangen wäre, um die Dinger zu holen, dann wird man von hinten erstmal als schnetzelt. Das ist eine fiese Beinpneumatik. Verringert die Ausdauerkosten. Oh, den brauche ich nachher. Wir müssen irgendwie auf 70 kommen. Den brauche ich. Ganz wichtig. Also wir müssen irgendwie auf 60 kommen, dass wir unser nächstes Dinger freischalten können. Ja, das brauchen wir. Da steht einer. Mit einer Auerwaffe. Okay, den tue ich jetzt erstmal weg. Oh. Chrysalis. Toll. Okay. Nanoschaden plus 20. Das Töten von Gegnern erhöht für eine gewisse Zeit den Schaden. Auf eine andere von den Kills können diesen. Okay. Aha. Das ist auch. Das ist doch toll. Da ist noch ein Dings.
Durchsage an alle Studenten. Gestern Abend haben sie die sterblichen Überreste eures Kommilitonen Brian Morrison im Sicherheitsgang unter dem CIT entdeckt. Trotz aller unserer Bemühungen konnten wir für sein Defrag nicht mehr rechtzeitig ein Gegenmittel finden. Brian hat sich mit nur 19 Jahren das Leben genommen. Dies ist für uns eine sehr schwere Zeit, aber wir müssen weiter nach vorne blicken. Wir werden Brian noch im Rahmen einer richtigen Towerfeier gedenken, sobald wir die derzeitige Krise überwunden haben. Bleibt wachsam. Oh! Oh! Was bist du denn für einer, sag mal? Boah. Defrag-Brenner. Boah, nee, Alter. Einseitig montiert, nee. Puh. Ihr seid mir alle so lange, ihr werdet mir langsam alle echt ganz schön... krass, abartig, Alter. Gift, Gift, Gift. Da muss ich runter. Untergrund. Ach so, wir sind jetzt quasi im Untergrund. Gift. Da komme ich nirgendwo durch. Da hinten ist auch noch was. Ah, okay. Ein Helferlein. Da können wir den Magnetdings einspiegeln. Reflexionsturbolader. Du sammelst ein wenig Energie und dein Schaden erhöht sich für kurze Zeit. Wenn du einen feindlichen Angriff in die richtige Richtung blockst. Ja, das wird nichts. Das. Mit dem Blocken kriegen wir ja eh nicht hin. Schön. Reden. Bonjour, Mitüberlebender. Bisschen forschen? Sind Sie verrückt geworden? Im Gegenteil, Mitüberlebender. Ich war noch nie so gut. Hab noch nie so klar gesehen. Was? Sehr gut. Ich mag Ihre Einstellung. Es ist sogar so, dass ich Ihre gewalttätigen Impulse gut gebrauchen kann. Söhne gefällig, wenn du wollen. Wunderbar. Tut mir leid. Wo bleiben meine Manieren? Schauen Sie uns nur an. Gemeinsam im Dreck und kennen nicht mal den Namen des anderen. Ich bin Sir Croix. Professor Okunjo St. Croix, ehemals Creole. Damals habe ich im Team von Gene Barrett gearbeitet. Gene Barrett. Hab einige Experimente gemacht, bis die Naniten den kennen wir auch noch. Wie ein eigenes Bewusstsein entwickelten. Jetzt sind sie überall. Sie übernehmen die ganze Welt. Sie holen sich die Leute, verunstalten sie bis zur Unkenntlichkeit und verwandeln sie in seelenlose Zombies. Zombies! So nennen wir das, wo ich herkomme. Die meisten meiner früheren Kollegen hat's bereits erwischt. Aber ich allein kann sie retten. Ich schwör's. Ich brauche nur deren alte Prototypen. Freiwillig rücken die diese Dinger nicht raus. In denen steckt der Teufel. Der einzige Weg zum Erfolg besteht darin, mindestens 3 zu massakrieren und sich das zu nehmen, was man braucht. Ein wenig verrückt, ne? Also, aber ein wenig. Wow. Oh man, ich habe kleinen Rundlauf freigeschaltet schon mal. Das ist schon mal gut. Schon.
Okay, das ist totes. Okay, da waren wir auch schon. Da waren wir. Gut, dann müssen wir jetzt hier wirklich längs. Ich weiß zwar nicht, was mich hier erwartet, aber das sieht hier böse aus. Ja, da ist schon mal einer. Ja, nee, ist klar. Zwischenboss hier. Hier kommt dann noch so ein kleiner Zwischenboss. Ich glaube es nicht. Und ich habe 27.000 Echo da liegen. Dings da liegen. Scrap, Alter. Oh nein. Lass mich hier durch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den, das werde ich ja wohl nie wiedersehen. Genauso krass, was hier jetzt für Gegner langsam kommen. So, ich könnte den auch auslassen. Gut, dann ich aber mal vorbei. Oh, aua! Ihr seid mir. Boah, ihr seid mir echt. Die Frag-Spalter, ja, nee. Was habt ihr alle nur für kranke Sachen? Hallo? Können Sie mich hören? Ich bin's, Gutenberg. Wie schön, dass Sie dem Impfstoff herausgekommen sind. Mein Labor ist ganz in der Nähe. Okay, wir haben eine Menge zu bereden. Ja, ich beeile mich. Oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist alles Nano-Angriff, Nano-Geschütz.
K7. Queer Institute of Technology. Oh, ich ahne da auch schon Böses. Oh, ich ahne Böses. Da hätten wir nicht auf jeden Fall. Ich will mal gut zu wissen. Dilling hat's gerade gemacht bei mir. Ich hoffe, das war nichts Schlimmes. Oieiei. Jetzt geht's nicht weiter. Anscheinend doch was Schlimmes. Bei dem Ding. Oh, ich glaube, da muss ich hier erstmal unterbrechen. Direkt beim Fahrstuhl. Oh Mann, oh, das ist schade. Okay, egal. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Schaltet auch mal wieder demnächst wieder rein, wenn es weitergeht. Auf Wiedersehen und tüdelü.